Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Online Business and More. Und heute habe ich die Miriam Schulz da. Hallo Miriam. Hallo Maike, ich grüße dich. Und die Miriam, das ist nicht so eine, die sich lang denkt, ja, ich könnte vielleicht irgendwann ein Online-Business haben, sondern die hat sich einfach in die Hände gespuckt und hat sehr, sehr schnell die ersten Schritte in Richtung Online-Business gemacht. Und darüber möchte ich heute mit der lieben Miriam reden. Ja, Miriam, bei dir ist das große Thema Laufen, Laufsport. Das ist ja auch was ganz was Spannendes. Was hat dich denn zum Thema Laufsport gebracht, bevor wir über das Online-Business reden? Warum ist das dein Herzenswunsch, Leute zum Laufen zu bringen? Ja, Laufen ist schon ganz, ganz lange mein Herzensthema. Du musst wissen, ich bin früher immer schon sportlich gewesen zwar, aber Laufen, das war überhaupt nie mein Ding. Ich bin bei den Bundesjugendspielen in der Schule, da gab es so einen 800-Meter-Lauf und da bin ich immer wirklich bei 300 Metern war Ende, da musste ich wieder gehen und ich habe das nie geschafft. Und ja, ich bin auch jemand, ich laufe halt so viel zum Bus und so, aber da war ich auch immer total K.O. Und immer, wenn ich Leute hier in Köln gesehen habe, auch die gelaufen sind, längere Strecken, habe ich immer gedacht, kann ich nicht, klappt nicht. Und das waren so Glaubenssätze, die waren bei mir echt ganz fest im Kopf drin. Und ja, und wie bin ich ans Laufen gekommen? Bei mir war es dann so, mein Leben lief eigentlich so ganz rund, aber irgendwie hat mir was gefehlt und ich brauchte meine Abwechslung. Und dann hat mir jemand erzählt, ganz begeistert, der angefangen ist vom Laufen und hat gesagt, boah, wenn wir das mit dem Laufsport jetzt nicht angefangen hätten, hätten wir den ganzen Stress mit unserem Baby jetzt gar nicht hinbekommen. Und das hat mich irgendwie so angetriggert, dass ich dann losgegangen bin, mir Laufschuhe gekauft habe, eine Laufuhr, die komplette Ausstattung. Und im Sportgeschäft habe ich dann auch meinen Trainingsplan bekommen. Da bin ich einfach losgelaufen und habe gedacht, so, wenn die das schaffen, dann schaffst du das jetzt auch und versuchst es jetzt einfach mal. Ja, und es hat wirklich funktioniert und ich habe es wirklich geschafft, obwohl ich am Anfang auch richtig gekämpft habe und mit den 2 Minuten, ich habe echt immer auf die Uhr geguckt und habe gedacht, wann hören die 2 Minuten endlich auf, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und ja, aber ich bin dran geblieben, ich habe es geschafft, es ging auch ganz schnell dann, dass ich besser wurde und ja, ich bin dann irgendwann zur täglichen Läuferin geworden und heute laufe ich wirklich fast täglich. Okay, und jetzt möchtest du es gern den anderen zeigen. Genau, und weil mir das wirklich ein Herzensthema ist, das Laufen, und weil es auch mein Leben so unglaublich viel verbessert hat, möchte ich das gerne digitalisieren und möchte wirklich auch ein digitales Angebot schaffen. Und ich sage mal, es ist mein Corona-Projekt, weil ich es wirklich auch in der Corona-Zeit angefangen habe und mich da wirklich hingesetzt habe und gesagt habe, so, und wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie. Und genau, ich habe mich dann auf die Suche gemacht, wirklich, und habe geguckt. Ich wusste immer, ich brauche da jemanden, der mich an die Hand nimmt und der mich dabei unterstützt, weil ich einfach, ja, einfach das Wissen nicht habe. Und bei mir waren auch diese typischen Fragen, ja, wie ist denn eigentlich die Technik? Wie mache ich das eigentlich so mit den Kursen und so? Und ich wollte halt gerne einen Online-Kurs haben, weil ich gerne das Ganze auch skalieren möchte. Also ich möchte wirklich gerne im ganzen Deutschland, Österreich, Schweiz, möchte ich gerne, das ist mein Zielvertriebsgebiet quasi. Und genau, dafür brauche ich halt einfach eine Digitalstrategie. Und ja, ich habe wirklich gesucht und habe dich, Maike, gefunden. Und da bin ich auch immer noch sehr dankbar für. Und genau, du weißt ja, dass ich über die Roadmap auch reingekommen bin. Und ja, mit deiner Hilfe muss ich wirklich sagen, und ich habe mich an deinen Fahrplan auch echt gehalten, ja, hast du mich quasi an die Hand genommen und Stück für Stück da durchgeführt. Und ich habe wirklich im November 2020 erst mal ein Gewerbe angemeldet. Da hatte ich dann bis in deine University schon gebucht. Das war dann so das Erste, was auf meinem Plan stand, Gewerbe anmelden und Steuernummer kriegen und so. Und ja, ich bin jetzt auch wirklich schon ganz schön weit gekommen in der Zeit. Und genau. Und ja, mein wirkliches Ziel ist, ich möchte wirklich das Thema Laufen, möchte ich gerne, ja, jedem, also Laufen ist einfach und Laufen kann jeder. Und es ist immer nur die Grenze, die man hat, die hat man nur selber im Kopf. Das sind eigene Glaubenssätze, die einen davon abhalten. Und dieses Denken, ich habe es ja selber lange gedacht, du kannst es nicht. Ich schaffe das sowieso nicht. Also alle schaffen es, aber ich bin ein schwerer Fall. Und mir sagen heute auch immer noch ganz viele, Miriam, ich bin wirklich ein schwerer Fall
Und ich habe es jetzt schon dreimal versucht und wenn du es jetzt nicht schaffst, dann, und das macht mich natürlich total heiß, sowas, das finde ich immer ganz super und natürlich schaffen das, man schafft das. Und ja, ich möchte gerne einfach diese Hürden abbauen und deswegen auch Laufen glücklich ist mein Slogan auch, weil ich einfach das ohne Stress vermitteln möchte. Und bei mir wirst du zum Beispiel auch niemals Laufpläne bekommen, so oder Versprechen in 6 Wochen von 0 auf 5. Nein, auch in 8 Wochen ist das schwierig. Das geht alles, wenn man früher mal Fußball gespielt hat und im Fußballverein war und auch sowieso mal Cardio-Training gemacht hat im Grunde und fit war. Aber das funktioniert halt nicht, wenn du ganz bei Null anfängst und ich sag mal die Treppen schon hochschnaufst ab Stufe 3, ne? Dann funktioniert es halt nicht und bei mir kriegst du sowas halt nicht. Also bei mir bin da ganz offen und ehrlich, bei mir gibt es ein 12-Wochen-Programm, da kommst du von 0 auf 5 in 12 Wochen und da gibt es Trainingspläne und das fängt ganz entspannt an und ganz langsam und so, dass es auch wirklich Spaß macht und deshalb laufend glücklich. Und fünf, meinst du 5 Kilometer, dass man schafft, nehme ich an, oder? Genau, 5 Kilometer. Ja, super. Jetzt ist ja bei dir auch so, du machst es ja gar nicht hauptberuflich, sondern das ist wirklich einfach nur diese Selbstverwirklichung von einem Hobby, wo du einfach sagst, ich möchte es gerne mit anderen teilen. Also das heißt, das ist ja gar kein Fulltime-Job bei dir und trotzdem hast du dir die Zeit genommen und nebenher eben ein Online-Business aufgebaut. Jetzt wollen natürlich viele von meinen Hörern wissen, was waren denn da so die Stufen? Also wie hat das bei dir alles angefangen? Was waren vielleicht auch die Stolpersteine? Wo hast du dir besonders schwer getan? Wo ist es viel leichter gegangen, als du geglaubt hast? Also das sind ja nur 4 Monate, 4,5 Monate oder so, wo du dir jetzt wirklich also deinen Kurs verkaufst und auch sonst ganz viele Sachen schon gemacht hast, dir ein großes Following schon aufgebaut hast in so kurzer Zeit. Also was waren da so die ersten Schritte? Erzähl mal ein bisschen. Okay, mache ich gerne. Also angefangen, so die Entscheidung, dass ich was machen möchte, war eigentlich so im August schon, August 2020. Da habe ich nämlich einfach ganz spontan mir bei Instagram einen Account angelegt, einen neuen Account, also keinen privaten mehr. Der heißt Run with Miri und den habe ich auch gleich als professionellen Account angelegt, weil ich gerne auch wissen wollte, so ab 100 Followern kann man dann sehen, wer seine Zielgruppe ist. Und da habe ich dann wirklich angefangen zu posten, Content zu liefern, so dreimal pro Woche. Und habe einfach mal geguckt, habe so gesagt, okay, ich bin auch so ein Plantyp, ich plane immer ganz gerne, habe gedacht, gut, bevor du jetzt irgendwie was anfängst, baust du dir schon mal ein bisschen eine kleine Followerschaft auf. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Ich habe wirklich alle 10 Tage, das habe ich am Anfang natürlich als Ex-Controller, man monitort ja alles, ne, habe ich dann wirklich alle 10 Tage hatte ich 100 Follower dazu. Und das lief auch so bis 700, 800 lief das ganz gut. Danach wurde es ein bisschen weniger, weil dann kam der Winter und da laufen ja nicht mehr so viele. Und genau, ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Ich habe ein Webinar geguckt von einer, die Tipps gegeben hat, wie man auf Instagram am besten unterwegs ist. Dann habe ich das alles direkt so ein bisschen ausgerichtet. Und also das Hauptthema ist eigentlich wirklich guten Content zu liefern. Und zwar so, dass du halt immer guten Content lieferst. Und immer geht es nur bei mir ums Laufen. Und es gibt natürlich auch mal Dinge aus meinem Leben, dass ich mal sage, ja, ich bin jetzt gerade in Italien und auch im Urlaub laufe ich, weil das im Urlaub auch so toll ist und meine Laufschuhe. Die packe ich immer als erstes ein. Ich habe immer ein Köfferchen, da sind meine ganzen Laufklamotten drin, und die packe ich immer als erstes. So, dass man halt immer ein Thema aus dem privaten Bereich, sag ich mal, nimmt und dann aber wechselt in das Business oder in das Hauptthema, worum es eigentlich geht. Und das wissen die Leute bei mir einfach mittlerweile. Und deswegen glaube ich zumindest, dass die auch relativ viel meine Posts lesen. Ich bekomme echt also positives Feedback. Ja, und so mit und mit habe ich jetzt auch so ein bisschen mein Layout da ein bisschen angepasst auch. Ja, ich habe dann, Maike, bevor ich dich gebucht habe, habe ich dann auch schon wirklich die Nadja, das ist eine ehemalige Kollegin von mir, gebucht, die ich beauftragt habe, mir doch ein CD zu machen. Und das waren halt alles so Sachen, wo ich mich selber schon committed hatte auch, ne? Dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt und ich suche einfach noch jemanden, der mich da unterstützt. Und genau, dann habe ich das ja dann quasi mit dir zusammen jetzt angefangen und ja, bin selber auch jetzt ganz zufrieden. Also was waren Stolpersteine? Ja, also was ich gemacht habe, wirklich, ich wusste, ich schaffe nicht alles alleine. Also zum Beispiel WordPress. Webseiten. Das war immer noch, steht übrigens auf meiner Bucketlist. Ich möchte meine Webseite machen. Habe ich also auch schon abgehakt.
das fand ich ganz schön, das war so eine Blackbox für mich. Und da habe ich direkt gesagt, liebe Nadja, bitte mach du das für mich. Ich beauftrage dich damit. Und das hat die auch dann gemacht. Allerdings habe ich mir natürlich, Maike, erstmal nach deiner Vorgabe bin ich natürlich vorgegangen und habe ihr natürlich ein ganz klares Briefing gegeben. Und ich bin halt jemand, ich schicke auch Leute dreimal zurück und sage, bitte nochmal neu machen. Das ist mir dann egal. Es muss halt einfach gut sein. Und ich habe mir auch das Buch von Dan Miller gekauft und bin wirklich, habe das durchgearbeitet, habe alles nochmal so rausgeschrieben und mir nochmal genau überlegt, wie möchte ich die Leute, die Kunden, die Interessenten auf meine Webseite führen. Und das war eine gute Sache. Also danke nochmal für die Buchempfehlung. Ich muss echt sagen, da bin ich ganz begeistert von gewesen, auch wie einfach das geschrieben war. Also ich habe es halt auf Deutsch gelesen, weil ich da ein bisschen faul bin mit Englisch, aber das ist genau. Keine Voraussetzung, dass man es auf Englisch lernt, nur wenn man es auf Deutsch gibt. Ja, genau. Und Stolpersteine, also Hemmung habe ich immer noch vor der Kamera. Also live auf Insta habe ich noch nicht gemacht. Ich habe ein Video mal gemacht zum Thema Laufkleidung bei minus 10 Grad. Aber ansonsten habe ich noch nichts gemacht. Aber ich weiß, dass ich das auch noch, wenn ich das angehe öfter, dann werde ich das auch hinbekommen. Und genau, also ich kann wirklich nur empfehlen, dieses Schritt-für-Schritt-Thema, Maike, so wie du das halt eben vorstellst. Also Freebie war zum Beispiel so ein Ding, wo ich gesagt habe, boah, Hilfe, wie schaffe ich das jetzt alles bis zum 18. Ich weiß, es war irgendwie der 18., das war ein Abgabedatum. Und dann habe ich echt gedacht, uiuiuiui, das ist aber ganz schön viel. Und aber im Nachhinein ist es gut, dass man am Anfang diese großen Schritte geht und viel schafft einfach, weil gerade wenn man am Anfang so viel hinbekommt und auch Erfolg hat dann, und ich hatte dann glaube ich so 50 Eintragungen nach dem Freebie, ja, dann hat man so gemerkt, boah, okay, das bringt dann doch alles was und die Gruppe hat einen ja auch gut unterstützt und man geht so zusammen vorwärts und alle haben das gleiche Ziel, das hat mich auch immer ganz gut nach vorne gebracht und ja, zwischendurch hatte ich auch mal einen Durchhänger, muss ich schon ganz ehrlich sagen, so, wo es dann darum ging, so Blogartikel schreiben. Ja, habe ich dann auch gemacht, aber oh, wie binde ich den jetzt in WordPress ein? Das fand ich auch wieder schwierig, dann hat das nicht funktioniert. Und ja, da gibt es immer schon mal so Momente dann, wo man dann da hängt und denkt, oh, diese Techniksachen, aber gut. Da gibt es ja zum Glück auch die Kari, wo man dann mal hingehen kann und Fragen stellen kann, was sehr, sehr gut ist. Und genau, ja, das war eigentlich so das, was ich jetzt so berichten kann. Du sagst das so nebenher, also was ich jetzt alles schon gehört habe. Du hast dir eine Instagram-Liste aufgebaut und ich weiß, die hat schon über 1000 Follower. Ne? Mhm. Du hast dir eine Webseite erstellt und diverse Landingpages erstellt, damit du dein Freebie auch machen kannst. Du hast einen Blog erstellt und hast da schon Beiträge drauf. Ich weiß auch, du hast schon eine Challenge gemacht. Ne? Mhm. Ja, und einen Online-Kurs. Genau, ich habe jetzt ganz frisch bei der Osterrallye mitgemacht, habe natürlich, ne, also sonst hätte ich es einfach nicht gemacht, das weiß ich genau. Ja, ich habe eine Challenge gemacht, eine Runners League habe ich veranstaltet. Da haben sich auch so knapp 30 angemeldet und da gab es E-Mails und Live am Ende. Und ich habe dann im Live, es war so ein Live-Workshop, wo man auch Fragen stellen konnte, wo ich noch ein bisschen was erzählt habe zu den 5 häufigsten Fehlern von Laufeinsteigern. Und da war es dann so, dass ich wirklich meinen Kurs verkauft habe, obwohl ich ihn 0 fertig hatte. Also jetzt habe ich schon was, aber ich hatte 0 fertig und ich habe es wirklich, Maike, genauso gemacht, wie du geschrieben hast, gezeigt hast in deinen Videos, dass man einfach so eine PowerPoint, ich habe wirklich die PowerPoint auch so gemacht, wie du die da gemacht hast. Ich habe einfach ein Bild dahinter gepackt und habe einfach da 12 Bullet Points gemacht, das kriegt ihr alles in meinem Kurs und habe ein tolles Framework dazu gemacht. Ja, und habe dann gesagt, nächsten Sonntag geht's los. Ja, und Sonntag ist jetzt übermorgen, am 18. halt, in ein paar Tagen. Und dann geht's los. Und ich habe jetzt natürlich noch 10 Tage Zeit gehabt, ein bisschen was vorzubereiten. Das funktioniert aber. Also ich fange jetzt den Beta-Kurs wirklich so an, dass ich sage, es gibt einen Trainingsplan über 12 Wochen. Den gibt es jeden Sonntagmorgen früh, morgens um 6. Dann mache ich eine Automation in ActiveCampaign, bekommen die Kursteilnehmer in ihr Postfach. Und ich werde die ersten 4 Wochen werde ich ein Live immer machen, weil gerade in den ersten 4 Wochen ist es so unheimlich gut, wenn man dann noch enge Betreuung hat. Da können die mich immer fragen. Die können auch in einer geschlossenen Facebook-Gruppe mir Fragen stellen. Und da werde ich auch über Social Learning, werde ich da auch noch weitere Infos, Hacks, Tipps und alles Mögliche rund ums Laufen noch posten. Und zweimal die Woche wird es auch eine Motivations-E-Mail geben.
damit die Leute auch wirklich dranbleiben, weil das nämlich ganz, ganz wichtig ist am Anfang. Es gibt mal eine Durststrecke, das ist im Online-Business so, das ist auch beim Laufen so, ja. Es gibt mal Zeiten, wo man einfach am liebsten hinschmeißt und dann sagen die Teilnehmer, die Kursteilnehmer auch wirklich, du Miriam, wir müssen mal reden über den Plan, irgendwie klappt da was nicht. Und dann sage ich ja, ne, und dann kriegen wir das, es klappt immer alles. Also man muss mal durch so ein Tal auch mal durch. Das funktioniert und das funktioniert jetzt in meinem Online-Business so. Das geht anderen Teilnehmern wahrscheinlich ganz genauso. Und beim Laufen ist es halt auch so. Es gibt gute und schlechte Tage. Ja, also super cool, was du alles geleistet hast. Also du hast noch nebenbei noch so Active Campaign. Da weiß ich, kennst dich auch schon mittlerweile sehr, sehr gut aus mit der Newsletter-Software. Ne? Also viel passiert in den letzten paar Monaten. Ne? Ja, und jetzt startet ja der Frühling. Also wenn ich so rausschaue, schaut es heute gerade noch nicht so aus. Aber im Prinzip sind wir ja schon im Frühling. Das ist natürlich auch eine super Zeit, um mit dem Laufen zu starten. Und wenn jetzt Leute ganz neugierig auf dich und dein Programm geworden sind, was können sie dann machen? Wie können sie mit dir in Verbindung treten? Ja, also sehr gerne könnt ihr mir erstmal natürlich auf Instagram folgen. Ihr könnt mich einfach suchen unter Miriam Schulz, Schulz mit TZ. Da werdet ihr mich auf jeden Fall finden. Die Frau in den Läuferklamotten, okay. Das seht ihr auf jeden Fall. Und dann könnt ihr auch sehr gerne auf meine Internetseite schauen. Unter www.miriamschulz.de findet ihr meinen Auftritt. Und da gibt es auch immer aktuelle Angebote. Was ich permanent anbiete, ist ein 1:1 Laufcoaching. Das ist einmal ein Einmalcoaching. Im Grunde bekommt ihr dann individuellen Trainingsplan von mir. Und das Ganze gibt es auch als Abo über 3 Monate. Da könnt ihr mich in den 3 Monaten quasi immer fragen. Also da bekommt ihr auch eine WhatsApp-Nummer von mir, wo ihr mich ständig im Grunde, da habt ihr eine Standleitung zu mir. Und ich würde dann auch euren Trainingsplan immer nochmal wieder anpassen. Das biete ich dauerhaft an. Und jetzt aktuell startet mein erster Laufkurs am Sonntag. Das ist natürlich jetzt sehr kurzfristig, aber der wird auch immer wieder starten. Und ich werde den noch ganz oft starten. Wahrscheinlich wird er sich auch noch verbessern inhaltlich, weil das jetzt mein erster Kurs ist. Und ich werde von den Teilnehmern noch ganz viel dazulernen, was ich da noch anders machen kann und welche Fragen es da geben wird. Und es wird auf jeden Fall mit Sicherheit ein super Erfolg, weil die Teilnehmer von meinem Laufkurs, die bekommen am Ende eine Medaille von mir und eine Urkunde. Und weil ich finde, Erfolge muss man feiern und da gibt es Symbole, die man da auch gerne zu Hause in sein Büro oder in sein Zimmer hängen kann. Und genau, das kannst du alles bei mir bekommen. Super cool. Miriam, vielen Dank, dass du Einblick gegeben hast in den schnellen Start von deinem Online-Business, dass er jetzt schon wirklich super läuft. Ja, vielen Dank. Sehr gerne, liebe Maike.